Einmal im Jahr locken die zahlreichen Schlösser und Herrenhäuser der Elbe-Elster-Region zur Schlössernacht. So wie hier auf Schloss Doberlug unterhielt man ab Nachmittag das Publikum mit zahlreichen Programmpunkten. Und natürlich konnte man auch im Schloss auf den Spuren der sächsisch-preußischen Vorfahren wandeln. Von allerlei regionaler Handwerkskunst bis hin zu Tanzvorführungen aus vergangenen Tagen gab es so manches zu entdecken. Besonderer Hingucker, historische Barockspiele im XXL-Format, welche vor allem bei den jüngeren Besuchern auf reges Interesse stießen. Ein Bus-Shuttle verkehrte zudem zwischen den einzelnen Standorten der insgesamt 6 teilnehmenden Schlösser und Herrenhäuser in diesem Jahr. Auch auf Schloss Krochwitz bei Herzberg konnte man zahlreiche Kunst entdecken und sich bei einem umfangreichen Kulturprogramm unterhalten lassen. Von historischer Kleinkunst bis anspruchsvoller Klassik war hier alles dabei. Nach hinten! Bloß weil der Fernseher kaputt ist, soll ich nach hinten gucken? Ich lasse mir doch von einem kaputten Fernseher nicht vorschreiben, wo ich hinzugucken habe. Dem eher ungünstigen Wetter zum Trotz zog es auch 2021 wieder zahlreiche Gäste zur Schlössernacht. Nur, dass die Zahl der teilnehmenden Schlösser in diesem Jahr eher klein ausfiel, wurde hier und da mit einer gewissen Enttäuschung zur Kenntnis genommen. Allerdings könnte man das auch auf die aktuell noch geltenden Corona-Beschränkungen zurückführen. Auf dem ehemaligen Betriebshof der Verkehrsmanagement Elbe-Elster GmbH in Gröden hat der Landkreis für gut eine 500.000 eine neue Technikhalle mit Sozialgebäude für die Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes errichtet. Die neuen Kapazitäten unterstützen im Katastrophenfall den Fachdienstbetreuung mit 30 Helfern der Schnelleinsatzgruppe Verpflegung, die dem DRK-Kreisverband Bad Liebenwerda angehören. Eingeweiht wurde das neue Katastrophenschutzobjekt im Beisein von Innenstaatssekretär Uwe Schüler und Landrat Christian Heinrich Jaschinski. Mit diesen und weiteren Investitionen in den zurückliegenden Jahren ist der Landkreis nun im Bereich Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz schlagkräftig für die Zukunft aufgestellt.